und herzlich willkommen hier zu Ballerburg wieder zurück. Gestern habe ich ja keine Folge aufgenommen, weil ich... Das erkläre ich gleich. Erstmal wollen wir ein Spiel starten. Was nehmen wir denn jetzt mal für eine Burg? Ach komm. Nehmen wir mal diese hier. Anderes Land, nehmen wir das mal. Genau. Und dann starten wir mal. So, es regnet mal wieder. Regen ist immer schön. Ist so schön, ist so schön. Soll es mal so lassen? Mal so ausprobieren. Na, natürlich nicht. So, nee, also warum habe ich gestern nicht aufgenommen? Warum kam auch gestern keine anderen Let's Plays? Weil mein Auto war in der Werkstatt und ich kam von meiner Arbeit nicht mehr zurück. Ja. So ist das. Und... Oh. Ich muss mehr Pulver nehmen. Ja, das war halt ein bisschen doof. Da war irgendwie ein Marderschaden dran. Und das ist halt scheiße. Und der Wagen, der fuhr zwar noch, klar... Aber jetzt nicht so, wie er laufen sollte. Dann habe ich ja mal lieber zur Werkstatt gefahren halt. Und dann sagte er zu mir, ja, der bleibt erstmal hier. Um mal das Ersatzteil zu bestellen. Und gut, hat halt ein bisschen gedauert. Also konnte ich gestern nichts hochladen. Keine Let's Plays. Gut. Aber heute Abend wieder. Und dann fragt ihr euch, warum ist denn jetzt um 16 Uhr schon die Folge Ballerburg? Ne, um 18 Uhr. Tut mir leid. Und nicht um 20 Uhr. Ja, um 20 Uhr wird auch noch gleich einer kommen. Oh oh, ich muss mal ein bisschen meinen Steuern erstmal hochsetzen, ist klar. Und ich muss auch noch Pulver mehr kaufen. Geschützt doch nicht. Ah, fuck, ey. Na gut, wollen wir mal das Beste auf. Nee, und... ey, du Homo, ey. Weil normalerweise würde ja Herr der Ringe morgen kommen. Morgen Herr der Ringe online. Nur, wir haben keine Zeit, um die Zeit aufzunehmen. Und ja, das ist schon wieder so ein Grund. Um den Grund näher zu erläutern, ist halt Big Mana, also mein Bruder, der bekommt auch eine 16.000er Leitung. Und er muss halt da ein bisschen rumbasteln. Mensch, ey, was soll das? Ja, der bastelt ein bisschen rum. Und darum können wir morgen nichts aufnehmen. Darum mache ich halt zwei Folgen Ballerburg. Eine um 18 Uhr und eine um 20 Uhr. Also jetzt die um 16. Ach, mein Gott, um 18 Uhr. Ihr hört mich ja. Und jetzt gleich eine um 20 Uhr. Aber dann läuft es alles wieder regulär. Außer halt am Montag, wenn Weihnachten ist, also Heiligabend. Da wird nur eine mit unserer Sendung machen wir da. Und dafür kommen aber am Sonntag, werden die Let's Plays halt, die am Montag dran werden. Das kann ich mal sagen. Da wäre zum Beispiel um 14.30 Uhr Half-Life 2. Dann um 16 Uhr Risen. Um 18 Uhr Dead Island. Und dann um 20 Uhr Ballerburg. Und das wird halt am Sonntag hochgeladen. Ja, das wären so die Änderungen. Und das, darum ist halt der Grund so gewesen. Dafür entschuldige ich mich auch. Tut mir wirklich leid. Aber es kann ja mal passieren. Also man ist ja auch nicht jetzt irgendwie so allmächtig, dass man jetzt jedes Mal zu Hause auch ist. Ich muss dann halt bei meiner Mama schlafen. Konnte nicht nach Hause fahren. Naja. So, was ist mit der Partie hier los, ey? Ja. Es wird. Ach, heute ist ein Scheißwetter, ey. Nur am Regnen. Bei uns jetzt hier im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wo ihr wohnt da. Ob es da auch regnet oder vielleicht sogar schneit. Bei uns ist so ein komischer Schneeregen. Das ist so ekelhaft, ey. Uah. Man will überhaupt nicht nach draußen gehen, aber man muss ja zur Arbeit fahren. Und ich bin gerade von der Arbeit sehr gut. Ich glaube, ich muss mir mal eine Windfahne kaufen. Und ich kaufe mir sofort ein paar Kugeln. Ein bisschen Pulver. Oh, oh, Dollarwind, 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 Dollarwind. Haha. Bäff. Voll in den Sand gesetzt. Da kommt auch der Spruch. In den Sand setzen. Oh ne, nicht höher. Ich will verlagern. So. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab den...
Naja. Nicht aufregen, nicht aufregen. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Ich habe mir letztens eine DVD geholt. Oh, ganz was Besonderes. Und zwar ein Komödiant. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Olaf Schubert, ey. Der ist auf jeden Fall richtig. Also, ich finde den klasse. Ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ich kann halt nicht mehr hier Mario Barth und so sehen. Er ist mir immer. Also, oh, das Hektische da und. Mein Gott, ich werde ja auch mal älter. Halt zurücktreten. So. Och, Mann. Gewonnen. So, und jetzt kommt wieder der berühmte Spruch. Erichs König wurde vernichtet. Robert hat gewonnen. So, dann würde ich sagen, bis gleich um 20 Uhr bei Ballerburg. Und da würde ich sagen, ja, bis gleich. Tschüss.